So, meine Freunde, bin Monster Armstadt für euch. Begrüße euch zu einer neuen Folge DPL Shopping Queen. Heute legen wir wie immer los mit den Zoxxen und Zoxxen kauft sich für 4 Punkte diese Woche ein Gengar und war auch diese Woche mein Gegner. Und es gibt eine kleine Änderung, wir werden zum Ende nochmal einen Blick in die Spieltage werfen. Das heißt, wir werden gucken, wer gegen wen diese Woche kämpft und auf Anregung von euch noch gucken, wie es in der Tabelle aussieht, wer auf Platz 1 steht und wie die ganze Platzierung verteilt sind. So, weiter geht's mit der pinken Front. Dieses Mal gibt's ein Sherox für den lieben Benny. Bin auf alle Fälle gespannt, ist glaube ich dann mein nächster Gegner. Jetzt nach Winzer, also für Spieltag 10 ist Benny und dann kommt noch Lauris. Die Diggers Bionic kauft sich diese Woche ein Rotom Wash, hat er sich eigentlich schon letzte Woche gekauft. Aber da es letzte Woche nicht eingesetzt hat, kann ich das rückwirkend für diese Woche mit reinpacken. Also ab jetzt Rotom Wash für den lieben Silver. Forrest Grunt kauft sich diese Woche ein Hippodon, also ein Hippodorus. Und ich bin gespannt, wie er gegen Lauris gespielt hat. Auf alle Fälle könnte das ein sehr, sehr spannender Kampf werden. Als nächstes kommt der liebe Trollx, der sich diese Woche nichts kauft. Besitzt also weiterhin nur 11 Pokémon. Wir warten noch aufs letzte von ihm. Und auch der Bene kauft diese Woche nichts, tauscht also auch nichts aus. Und ich bin gespannt, wie sich Benes Team noch in der Rückrunde entwickelt. Ich müsste, glaube ich, noch Runde gleich als zweites gegen ihn. Und mal schauen. Ja, die Shiny Penguins kaufen sich diese Woche auch nichts. Und die Machomar-Retro-Soldaten holen sich ein weiteres Wasser-Pokémon, nämlich ein Milotic ins Team. Und hat auf alle Fälle eine gute Wahl getroffen. Mein Milotic hat mir auch schon bis jetzt ganz gut geholfen, nenne ich es jetzt mal. Und ich bin gespannt, wie es der liebe Daniel einsetzen wird. Ja, Lauris und die Indigo-Silusions kaufen sich diese Woche ein Chestnut, also Brigaron. Und wir haben jetzt zwei Kampf-Pokémon drin, das heißt, die Flugschwäche wird noch größer. Und ich bin gespannt, das Team ist jetzt vollzählig. Was wird wohl als erstes rausfliegen? Ich tippe irgendwie auf Ditto oder auf Psyagon. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, Rampage, Tarantula und Takeru kauft diese Woche nichts, genauso wie der Tio. Und ich habe diese Woche mein Frigometri gegen ein Mammutler ausgetauscht. Ich spiele jetzt also Jürgen, wie es Fabian immer so schön sagt. Und wir gucken jetzt nochmal ganz kurz in die Spieltage. Wer kämpft diese Woche gegen wen? Und ja, wie sieht es in der Tabelle aus momentan? Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder auf meinspielplan.de. Das ist auch alles unten in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr auch die ganze Tabelle einsehen. Wir fangen diese Woche an mit dem Kampf Pokémon Zoo TV gegen Trollx um 13 Uhr. Danach kommt um 14 Uhr der Kampf To Pokémaniacs, also Lauris, gegen Zaratox. Um 15 Uhr kommt der Kampf Tio gegen Takeru. Ich bin 16 Uhr dran mit meinem Kampf gegen Zoxxen. Um 17 Uhr kommt Silver gegen Ninfa. Und um 18 Uhr kommt der Bene, also Full Life Games, gegen Yannick. Und wie schaut es momentan aus mit den Platzierungen in der Liga? Wir gucken. Auf Platz 1 ist Bene mit Anlage 7 Siegen und 23 Punkten. Auf dem gleichen Platz eigentlich ist Zoxxen auch mit Anlage 7 Siegen und ebenfalls 23 Punkten. Danach kommt Ninfa auf Platz 3 mit 2 Niederlagen, 6 Siegen und 16 Punkten Differenz. Dann Silver mit 3 Siegen, 5 Niederlagen, genauso wie ich, und dass wir uns um einen Punkt unterscheiden. Als nächstes kommt Zaratox auf Platz 6 mit 3 Siegen, 5 Niederlagen, hat aber 0 Punkte, hat also gleich als ausgeglichen gespielt. Dann kommt Trollx mit 4 Siegen, 4 Niederlagen, dann Pokémon Solo TV mit 5 Niederlagen und 3 Siegen. Dann Lauris, der das Team von Sephiroth übernommen hat, mit 6 Niederlagen und 2 Siegen. Danach der Keru, ebenfalls 6 Niederlagen und 2 Siegen. Und dann kommen True Cry, also Tio und Yannick, jeweils mit 7 Niederlagen und 1 Sieg. Minus 19 bzw. minus 31 Punkte. So, das war's für nur diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder und morgen ab 13 Uhr, habt ihr gerade gesehen, gehen die Kämpfe los. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.